Was geht ab, Basketballfreunde? Wir sind zurück hier auf diesem Kanal. Die Basketball-WM 2019 steht vor der Tür. Vorfreude ist groß, gerade weil wir ein deutsches Team dabei haben, das wahrscheinlich noch nie so tief war und lange nicht mehr so gute Aussichten hatte, Freude zu bereiten den Fans bei der WM. Und darüber möchten wir mit euch reden. Und mit dir meine ich mich und Jens Leutenecker, mein Gast heute, weil ich würde mich sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, ich kenne mich jetzt mit allen Teams so gut aus, dass ich euch hier die krassen Insights geben kann, abseits von USA und Deutschland. Deswegen bist du hier, Jens, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, und bevor ich jetzt den Markus Lanz mache und 2 Minuten lang erzähle, was du alles so machst, erzähl den Leuten doch einmal ganz kurz, wo du so im Basketball dein Unwesen treibst und was du so machst. Also ich bin bei The Zone als Kommentator, schreibe für die Five, schreibe auch für die Big. Und wir haben jetzt eine große Ausgabe gemacht, wo wir 32 World Cup Teams, ja, Weltmeisterschaftsteams getestet haben. Und genau, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen. Haben gesagt, wir stellen mal die Top 16 vor, also die, die in der Zwischenrunde dann rankommen. Und genau. Genau, also Jens hat ein Power Ranking gemacht, hat sich mit jedem Team intensiv beschäftigt. Und wir teilen das Ganze in 4 Videos auf und fangen hinten an beim Team auf Platz 16 im Power Ranking, mhm, und arbeiten uns dann langsam vor über 3 Videos bis zum Top Team. Und dann im letzten Video gehen wir das Bracket durch, so wie du es tippen würdest, bis hin zum Weltmeister. Dann legen wir einfach los. Und das Team, was du auf Platz 16 rankst, ist Tunesien. Genau. Wahrscheinlich ein Team, über das jetzt die meisten nicht viel sagen können, nicht viel wissen werden. Deswegen umso besser, dass du hier bist. Deine Einschätzung zu Tunesien und wieso du sie auf Rang 16 siehst im Power Ranking. Also wir haben ja gesagt, wir machen das Ranking nach 3 Kategorien. Einmal Offense, einmal Defense und dann einmal nach der Teamstruktur. Und besonders die Teamstruktur gefällt mir bei Tunesien sehr gut. Sie sind Afrikameister 2017 geworden. Sie spielen mit einer extrem langsamen Geschwindigkeit. Für afrikanische Teams super ungewöhnlich. Da geht es normalerweise hoch und runter. Mindestens so viele Fastbreak-Abschlüsse wie in der NBA. Also so 20-25%. Da ist immer Tempo drin. Und Tunesien hat gesagt, wir spielen ein anderes Spiel. Ja? Und wir verteilen die Rollen so, dass jeder ganz genau weiß, was passieren wird. Und deshalb finde ich, dass sie ein gut gecoachtes Team sind, aber sich auch gut coachen lassen. Mhm. Und deshalb ist jetzt Offense und Defense ist jetzt nicht überragend in dem Maße, dass man da in irgendeiner Art und Weise vielleicht mit Russland, Argentinien oder Griechenland mithalten könnte. Aber sie haben eine gute Teamstruktur, sie haben ein gutes Teamplay. Dann haben sie einen sehr guten Shooter mit Michael Roll. Er ist eingebürgert. Man darf ja immer einen Spieler einbürgern pro Team. Er hat bei Maccabi Tel Aviv gespielt. Wenn er gespielt hat in der Offensive, war Maccabi in der Euroleague bei einem Rating von 98, was ziemlich stark ist. Ja, wenn er nicht gespielt hat, bei 91. Also ein Top-Euroleague-Spieler, der der Mannschaft noch weiter helfen wird. Und wenn sie ihn gut integrieren, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die Gruppenphase überstehen werden und in die Zwischenrunde einsteigen oder einziehen werden. Deshalb sind sie auf Platz 16. Okay, weiter geht's im Power Ranking, Platz 15. Wir haben gerade schon diskutiert, China oder China. Ich sag China, du sagst China. Was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare. Auch mit ein bisschen NBA-Erfahrung gespickt. Yi Yan Lian. Ich erinnere mich noch früher bei NBA 2K. Ich weiß nicht, welches es war, wahrscheinlich 2008, 2009. Er war ja der 6. Pick 2007 von den Bucks. Einer der Kommentatoren hat ihn immer I ausgesprochen. Das hat mich immer so aggressiv gemacht, wenn jemand, gegen den ich gespielt habe, ihn hatte und dann gescored hat. Und dann kam mal dieses I with the layup oder was auch immer. Hat mich extrem aggressiv gemacht, tut jetzt hier nichts zur Sache, aber den kennt man auf jeden Fall noch. Und du erzählst uns jetzt ein bisschen, warum du China auf Platz 15 hast. Also ich sage einfach Yan Lian. Ja, ist einfacher wahrscheinlich. Genau. 5 NBA-Jahre. Guter Spieler, großer Spieler. Einer, der für die CBA perfekt gemacht ist. Er dominiert die CBA. Auch er ist der beste chinesische Spieler der CBA, weil er Größe mitbringt, weil er ein gutes Händchen mitbringt. Insbesondere aus Würfen auf Catch, also direkt fangen und dann werfen. Er hat ein super Skillset für, in Anführungszeichen, einen, der nicht unter die Ausländerregel fällt. Und deshalb kann er mehr Minuten spielen als alle anderen. Die Ausländer fallen unter so eine Minutenrestriktion, da gibt es verschiedene Regeln. In der CBA ist nicht ganz einfach, aber er kann durchspielen. Mhm. Und deshalb kann er Punkte machen und deshalb ist er einfach ein unglaublich wichtiger Faktor. Und er wird auch
über ihn wird die Offensive der Chinesen laufen, mhm. weil er ist individuell auch stark. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt in der NBA nur aus Marketinggründen gespielt hat. 5 Jahre und einige, ich glaube fast zweistellige Punkte hat er erzielt. Er ist ein guter Spieler und er ist auch so ein richtiger Brocken. Und er passt in die CBA, die eine sehr interessante Mischung ist, und auch der chinesische Basketball ist eine interessante Mischung aus Fastbreak-Spiel, heutzutage quasi Golden State Warriors, wilde Würfe teilweise, Ballverluste und Tempo, 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 und dann aber, sobald sie im Setplay sind, 90er Jahre Playoffs, also Karl Malone-Style, mhm. Ball in den Post und dann 1 gegen 1. Also diese Mischung wird man auch wieder sehen bei den Chinesen, diese Mischung aus 90er Jahre Fastbreak, 90er Jahre und Fastbreak. Und du hast gerade eine interessante Geschichte mir schon vorab erzählt, wie dieses Team zusammengestellt wurde. Das glaubt man gar nicht, wenn man es das erste Mal hört. Schieß los. Also der Weg ist absolut chinesisch. Man hat 2 Teams geformt, unterschiedliche Teams. Einmal Team Rot und einmal Team Blau. Das Team Rot hat 2017 die Asienmeisterschaft gespielt und das Team Blau hat in Freundschaftsspielen 2018 gespielt. Und dann hat man gesagt, welches Team hat uns denn besser gefallen, inklusive Coach. Also man muss sich vorstellen, dass es jetzt neben der deutschen Nationalmannschaft, die von Henry Grödel betreut wird, vielleicht noch eine Nationalmannschaft von einem anderen Coach, guten Coach, betreut wird. Und dann sagt einfach irgendein Gremium, Die haben mir viel besser gefallen. Ja. Also Team Rot hat sich durchgesetzt, das ist ganz geschickt für den Coach. Und das heißt, wenn im anderen Team Dennis Schröder spielt, hat er Pech gehabt. Der hat dann erstmal Pech gehabt. Die Ausnahme wurde bei Jan dann trotzdem gemacht. Er hat, glaube ich, gar nicht in einem der beiden Teams gespielt. Okay. Hat man sich einen kleinen Joker aufbewahrt, dass man gesagt hat, okay. Der ist auf jeden Fall dabei. Genau, ja. Der ist auf jeden Fall dabei und der Rest ist entweder rot oder blau. Spannend, echt spannend. Dann machen wir weiter mit Platz 14 in deinem Power-Ranking. Da haben wir die Polen, trainiert von Mike Taylor, der jetzt auch als Coach der Hamburg Towers in die BBL aufgestiegen ist. Also kennt man wahrscheinlich auch in Deutschland. Und du erzählst uns jetzt, warum Polen bei dir auf Rang 14 liegt. Also Mike ist für mich eine Basketball-Legende. Er gehört zur deutschen Trainerlandschaft dazu. Er war jahrelang in Ulm, dann war er mal in der G-League, dann hat er jetzt in Hamburg sehr viel Erfolg gehabt und er ist auch ein kreativer Coach. Früher zum Beispiel hat er seine Gameplans nach dem Spiel immer online gestellt und den Leuten erzählt, was das Ziel war und einfach um so ein bisschen die Zuschauer mitzuholen. Und das fand ich, das spricht so ein bisschen für ihn, dass er einfach eine tolle Natur ist, dass er die Leute probiert mitzunehmen, informiert, er erzählt gerne, was er macht und hat auch immer wieder kreative Möglichkeiten. Zum Beispiel in den Pro-A-Playoffs hat er auf einmal angefangen, Houston Rocket-Style zu spielen. Hat einfach immer gescreent und hat den schwächsten Verteidiger probiert zu attackieren im 1 gegen 1. Ja? Etwas, was man in Europa so nicht gesehen hat. Ja? Und was Houston Rockets kommen ja jetzt besonders bei der europäischen Trainergilde, die kommen jetzt nicht so gut weg. Nee. Ja? Und auf jeden Fall, er ist immer kreativ und hat mit AJ Slaughter auch einen sehr guten Aufbauspieler mit Spielwitz. Der spielt bei ASVEL Lyon Villeurbanne. Die, und das finde ich auch eine sehr interessante Geschichte, man kommt da immer von einer interessanten Geschichte zur nächsten, die Tony Parker als Präsident haben und Nicolas Batum als Manager Sportdirektor und es gibt Spieler, die spielen Fortnite und andere leiten da einen Club, der jetzt in der Euroleague spielt. Also interessante Nebengeschichte. Genau, und AJ Slaughter ist ein Top-Spieler, der mit dem Spielwitz schön was kreieren kann. Die Polen spielen mit einem schönen Flow. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, die Spiele von der Mannschaft anzuschauen, weil es einfach schön flüssig ist, offensiv ein Pick-and-Roll nach dem anderen, ohne zu stagnieren zu spielen. Ja. Kommen wir zum vorletzten Team in diesem ersten Teil der Preview. Platz Nummer 13 in deinem Ranking, Montenegro. Und wir haben unseren ersten NBA All-Star, Nikola Vucevic. Da ist er, genau. Und zwar völlig verdient.
Er hat in den letzten NBA-Jahren, in den Jahren bei Orlando eine super Entwicklung durchlebt. Er hat sich von einem Post-Up-Spieler zu einem Post-Up-Passgeber weiterentwickelt. Er kann immer noch aufposten, natürlich, kann inzwischen Rotationen erkennen und auch manipulieren. Also mal Täuschung hier und ein Pass oben drüber. Er ist meines Erachtens neben Al Horford der zweitbeste Pick-and-Pop-Spieler, was das Playmaking angeht. Also Pick-and-Pop bedeutet, ich setze den Block, gehe hinter die Dreierlinie und spiele dann zum Beispiel einen Backdoor-Pass oder spiele einen schnellen Pass weiter, gehe dann ins Pick-and-Roll und dadurch kann er sowohl Inside was kreieren, als auch an der Dreierlinie und das macht ihn zum All-Star. Und diese Fähigkeit ist für Montenegro deshalb sehr interessant, weil sie immer einen Post-Up-Spieler mit ihm oder mit Dubljevic, der bei Valencia die Hauptoption im Post war, die den Eurocup gegen Alba Berlin ja gewonnen haben. Und das bedeutet, du kannst jederzeit den Gegner, wenn sie nicht das richtige Matchup haben, entweder mit einem oder sogar mit zwei Post-Up-Spielern attackieren. Und das haben sie gemixt mit einer perfekten Mischung aus Inside-Game und den Shootern. Sie haben gute Werfer und das reicht aus, um eine Runde weiterzukommen und sich in der Zwischenrunde zu platzieren und für uns auf Platz 13 zu landen. Platz Nummer 12, das letzte Team für heute, Litauen. Und Litauen spielt eigentlich über Jahre hinweg immer eine Rolle bei diesen großen Turnieren. Man muss immer mit ihnen rechnen, haben immer ein starkes Team. Auch sie mit NBA-Spielern gespickt. Domantas Sabonis von den Pacers und Jonas Valančiūnas von den Grizzlies, der ja eigentlich auch einen Championship-Ring kriegen müsste, ja, weil er in der Meistersaison getradet wurde. Mhm. Also haben sie vielleicht, also haben sie quasi einen NBA-Champion auch im Team. Wie also, wirkt sich das aus auf die Erfolgsaussichten? Wieso hast du sie auf Platz 12? Ich weiß jetzt nicht, ob der NBA-Champion sich auswirkt, aber dieses Center-Gespann Sabonis Valančiūnas ist natürlich genial. Warum? Ein Spieler, Sabonis, lebt oben am Dreier, am High Post. Ein sehr guter Passgeber, wer hätte es gedacht bei dem Vater. Ja? Und ein Offensivspieler, ein Post-Up-Spieler mit Valančiūnas, der im 1 gegen 1 auf europäischem Level nach wie vor die Jungs schwindelig spielt. Also bei der Eurobasket, bei der letzten, da war er ein Top-Spieler. Mhm. Ja? Und in die NBA hat sich ein bisschen so entwickelt, dass man eher Richtung Typ Draymond Green tendiert, Richtung Shooter und Valančiūnas ist jetzt nicht, natürlich nicht der Typ dafür, aber er ist ein super Center. Mhm. Ja, wenn man kein Matchup gegen ihn hat oder gegen Sabonis, dann wird es einfach extrem schwierig. Ja, weil ähnlich wie Montenegro, nur ein bisschen variantenreicher, deshalb auch auf Platz 12, können sie aus diesen Pick-and-Pop- und Post-Up-Aktionen agieren. Natürlich gute Werfer, aber nur Offscreen, also nur indirekte Blöcke gehen nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel Golden State anschaut, sie werfen mit Klay Thompson und Steph Curry jeden fünften Angriff aus indirekten Blöcken. Das ist mit Abstand am meisten, aber es ist trotzdem nur jeder fünfte. Mhm. Also du kannst nicht nur aus dieser Offense etwas kreieren. Mhm. Du brauchst einen Post-Up, du brauchst einen Pick-and-Roll, du brauchst auch mal einen indirekten Block und du brauchst einen Fast-Break. Beim Pick-and-Roll, deshalb sind sie für mich nicht so stark, wie sie schon mal waren. Beim Pick-and-Roll haben sie keinen Scorer. Mhm. Also keinen, der einfach mal Gas geben kann. Keinen wie Dennis Schröder vom Typ her. Wobei Dennis natürlich auch nochmal ein Level drüber wäre. Mhm. Sie haben nicht den Scorer und das macht sie jetzt nicht zu den Top 10 Teams. Ja. Trotzdem starkes Team. Ja, und damit sind wir auch schon durch mit den ersten 5 Teams. Im nächsten Teil gibt es dann die Plätze 11 bis 7 und dann im dritten Teil die Top 6 Teams und danach, wie angekündigt, dann eben noch das große Bracket mit deinem Weltmeister. Wir schauen dann, wie viele Tipps du am Ende richtig hast. Ich finde es super spannend. Ich hoffe ja auch, viele spannende Geschichten auch dabei. Ich glaube, das stimmt euch auch ganz gut ein auf die WM, gerade wenn man so ein bisschen mehr erfährt über die Teams, die man noch nicht kennt. Ich danke dir für diesen ersten Teil. Freue mich schon auf den zweiten. Ich hoffe ihr auch. Lasst gerne Feedback da, lasst einen Daumen hoch da und dann geht's weiter mit dem Power Ranking im nächsten Video. Bis dann. Ciao.